Die Überschwemmungen waren ja markant genug. Da hat das Überschwemmungsgebiet einiges abgefangen, aber auf der rechten Seite, im Bereich des 22. Bezirkes, gab es also verheerende Hochwässer, die hinterhand gehalten werden mussten. Da gab es also einige Überlegungen. Und war eines der Ideen war, ein Entlastungsgerinne zu machen. Die erste Planung vom Büro Zottel und Erber war ja ein Kanal. Man muss das so brutal sagen, ein Kanal mit den genannten Böschungsverläufen. Und die Bepflanzung auf diesem entstandenen Inselkörper war maximal oben auf der Kuppe gestattet. Es war ein langwieriger Weg, auch mit dem Wasserbau, zu erreichen, dass es auch Bepflanzungsmöglichkeiten im Uferbereich, also im Nahbereich zum Wasser gegeben hat. Die erste Sache ist, dass ja die ganze Insel sollte wirklich hochwasserfrei sein. August Zottel hat ja, war der Erste, der das Wien vorgeschlagen hat, für Natur, also für, gegen Hochwasser sowas zu bauen. Also graben und schütten. Ich glaube, die haben schon vor dem Wettbewerb schon angefangen zu graben. Und zwar, es gab nur eine Regel dafür. Richtig sehr steile Ufer, also bis 2 zu 3 oder 1 zu 2 bestenfalls, mit einer Rollierung durchgehende und die Böschungsbefestigungen. Das war ja klar, das ist ja schnell fertig dann. Die Zielsetzung war vor allem zu versuchen, die beiden Stadtteile, diesseits und jenseits der Donau, zu verbinden. Und man hat gemeint, dass das nur über bauliche Strukturen möglich ist. Deswegen war auch in der ersten Wettbewerbsstufe eine Verpflichtung, Bauland entsprechend auszuweisen. Diejenigen, die prämiert wurden, die haben natürlich diese Mitte toll verbaut und immer gesprochen über die Verklammerung, über die Brücken mit der Stadt, mit der inneren, mit der gewachsenen historischen Stadt. Und ich meine, wenn Sie sich ein bisschen die Frage gestellt haben, wie kann man da fundieren, wie kann man dann überhaupt dann so auf eine Insel bauen? Das ist ja alles fünfmal so teuer als irgendwo an ein anderen Grundstück. Und diese Arbeit, die wir damals geliefert haben, haben wir gezeigt, also mit dem Grünzug und diese ganze Durchgrünung von Wien. Bei Wien war das ja eine große grüne Wasser- und grüne Mitte. Und so haben wir das versucht zu argumentieren, dass diese Grünzüge dann könnten auf dieser grünen Insel enden. Aber naja, und dass es wirklich die finanziell nicht tragbar war, ja, dann sind die Landschaftsarchitekten plötzlich in Frage gekommen. Das Schlagwort heißt Wien an die Donau geheißen. Wien an die Donau. Immer Vergleiche mit anderen Städten, wo ein Fluss durch die Stadt geflossen ist. Wir hatten ja unter Anführungszeichen nur den Donaukanal. Die Donau war irgendwo weit draußen. Und daher war das Schlagwort immer, wir wollen Wien an die Donau bringen. Mit allen Möglichkeiten von landschaftlicher Einbindung bis zu baulicher Einbindung, vor allem am rechten Ufer. Ich hatte das große Glück oder die ganze Jury, wir sind, ich habe immer gesagt, wir fahren den Genius Lotzi besuchen. Und sind mit dem Autobus über die Praterbrücke gefahren, die ganze Jury, um einfach die Dimensionen dieses Raumes körperlich zu erleben, den Wind, den es dort gibt, die Vögel, die es dort gibt. Das sieht man ja alles nicht am Schreibtisch. Und wie der Zufall spielt, gab es da dann einen Unfall auf der Autobahn und die Autobahn war mehrere Stunden gesperrt und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen zu Fuß. Und also für alle Beteiligten
war das ein unglaublicher Wissenszuwachs, die Dimension dieses Raumes als Kontrast zur Enge der Stadt körperlich zu erleben. Und welche Dimensionen und welche Blickbeziehungen und was man da alles sieht, den Kallenberg und Leopoldsberg und den Bismarckberg und die Wiener Pforte, die man zwar im Hinterkopf abgespeichert hat, aber deren Bedeutung links und rechts neben dem dicht bebauten Stadtgebiet nicht unmittelbar immer im Bewusstsein ist. Und so ist auch es klar geworden, dass dort eine Bebauung einfach nicht hinkehrt, sondern dass die Stadtkante frei gespielt bleiben muss in der Mitte des Flusses und dass man dem Fluss seine Berechtigung zuerkennt und auf seine Bedürfnisse Rücksicht nimmt. Wenn man sieht, wie ausgedehnt die Donau früher war, ja, und wie die dann eingeengt wurde, da haben wir als erstes gesagt, als Landschaftsarchitekten, ist das unmöglich, dass das auch noch weiter verbaut wird, sondern dieser Korridor muss in der vollen Breite als Denkmal, als landschaftliches Element, als Element für Wien, was sie sowieso brauchen für die Luftschneise, das muss in voller Breite erhalten bleiben oder breiter und darf nicht noch, dieser Korridor darf nicht noch einmal zugebaut werden. Und deswegen haben wir uns natürlich schon angeleitet von Bruno Domani entschieden, ein echtes Gegenprojekt zu machen. Die Unterlagen, die Planunterlagen, die der Wilfried Kirchner und der Gottfried Hans Jakob geliefert haben, waren überzeugend. Es war auch in der Jury, in der beratenden Jury, haben wir natürlich lange über dieses Thema diskutiert, aber es hat sich sehr bald eigentlich herauskristallisiert, dass das der richtigere Weg ist, der im Kontrast zur gebauten Stadt, zu den Stadtkanten entlang dem Handelskai und entlang dem Hubertusdamm, vor allem in Kaisermühlen war die Stadtkante ja schon sehr schön ausgeprägt, dass das eine echte Alternative ist, die für die Erholungswirksamkeit dieses Raumes sehr entscheidend ist. Und ich würde sagen, ab dem Zeitpunkt, wo klar war, dass die Donauinsel nicht bebaut werden soll, also mit dem Endbericht der Jury, waren die Landschaftspläne und die Detailplanung federführend. Es war ja nicht die Notwendigkeit, neues Bauland zu schaffen, sondern es war eine architektonische Vorstellung oder eine stadtplanerische Vorstellung, die beiden Stadtteile miteinander durch Bebauung auf der Insel zu verbinden. Und die Alternative dazu, bewusst den Flussraum als verbindendes Element, wo sich die Menschen treffen in ihrem Erholungsbedarf, weil früher sind ja alle noch am Neusiedlersee gefahren, eine Stunde Autofahrt hin und wieder zurück. Von den Kosten will man gar nicht sprechen. Also das war dann schon eine Ansicht, die sich auch im breiten Konsens mit den Planungsteams herauskristallisiert hat. Das Gerinde war schon ausgehoben im Bereich Stromab vom Steinsporn mit einer sehr steilen Böschung, wie es das Projekt vorgesehen hat, das Projekt von Büro Zottel und Erber. Es ist eine ziemlich steile Böschung, 1:2. Und das Bild wird mir ewig in Erinnerung bleiben, wo der Stadtrat Hoffmann damals bei der Besichtigung dieser ersten Tests der Baustelle aber so ausgerutscht ist auf dieser Böschung. Das war ein weiteres Argument, das kann man so nicht lassen. Ja. Das muss man ganz einfach ändern. Man kann nicht, der ist ja wirklich auf dem Hintern runtergerutscht. Diese steile Böschung, man muss die Böschung, wenn man sie eines Tages nutzen können soll, da waren wir auch noch weit entfernt von der Nutzung aller Erholungsgebiet für die gesamte Donauinsel. Aber wenn man sie eines Tages nutzen können soll, dann muss das eine andere Böschung haben. Das war ein Aha-Erlebnis und auch für den Herrn Stadtrat, muss ich wahrscheinlich sagen. Das ist ein technisches Projekt, ein Hochwasserschutzprojekt. Ja. Ihr mit eurer Plansammlung, ihr dürft euch hinten anstellen. War lange Zeit so das Sager.
erst aufgrund der Auseinandersetzung in Form der Gestaltung dieses gesamten Bauwerkes von den Böschungen beginnend über die Wegeführung, über die Führung des gesamten Inselkörpers und die Bepflanzung, kamen immer mehr auch die wesentlichen Forderungen und Erkenntnisse auch aus der Landschaftsplanung zum Tragen, die auch anerkannt wurden. Die auch anerkannt wurden, weil man ja gesehen hat, da wird was draus. Ja. Das kann man ja auch, ist aber ganz brutal, das kann man auch gut verkaufen. Ne. Und unglaublich schwierig war, die Bauarbeiter davon zu überzeugen, dass jetzt nicht mehr so wie üblich ein gerades Profil über hunderte Meter gemacht werden soll und möglichst oft mit dem Bagger über die Böschung gefahren wird, bis jede Unebenheit beseitigt ist, sondern dass man genau die Unebenheit eben wollen und keine Gerade, sondern eine Kurve und eine Bucht und unterschiedliche Böschungen und das war ein Lernprozess auch für die Arbeiter, weil war sehr interessant und sehr schön. War am Anfang schwierig, weil sie immer geistert, was will der Junge tut er da? Wir wissen schon, wie der Bagger fährt. Und das ging dann so weit, dass wir sogar Prämien bezahlt haben für nicht verletzte Bäume. Schon während der Beratung der Jury noch war es notwendig zu dokumentieren, dass die Entscheidung, die Donauinsel nicht zu bebauen, sondern sie der Erholung als Nutzung vorrangig zuzuführen, die musste ja bewiesen werden. Ich kann mich noch gut erinnern an die Diskussion mit einem Vertreter der Wirtschaftskammer, mit einem sehr prominenten, der gemeint hat, das wird ja nur ein soziales Grün. Waren seine Worte, das kostet nur viel Geld. Was brauchen wir das? Wir haben den Donaupark und wir haben den Wienerwald. Wieso hier? Also es war notwendig, den Nachweis zu führen, auch für die Entscheidungsträger, dass das Konzept richtig ist, dass die Wienerinnen und Wiener an der Donau baden gehen wollen, dass dort Radl fahren, dass dort Ketten. Und daher haben wir versucht, möglichst schnell noch nicht einmal ganz fertige Abschnitte zu besetzen und der Bevölkerung zu zeigen, schaut, was da für ein blitzblaues Wasser ist. Und da gibt es keine Schlingpflanzen wie in der alten Donau. Und da könnt ihr überall zum Wasser dazu, was bei der alten Donau in vielen Abschnitten nicht möglich ist. Und es ist ungezwungen und frei. Und ihr könnt dort grillen und Radl fahren und alle Wassersportarten durchführen. Und mit diesem Prozess der Anteilnahme der Bevölkerung, der Besitznahme durch die Bevölkerung, war natürlich der Rückschluss, das ist eigentlich eine gescheite Idee, dass wir dort nicht bauen, sondern wir die Donauinsel grün belassen, irgendwo in der Natur nachgewiesen. Ich glaube wirklich, dass es konsumationsfreie Räume in der Stadt geben muss. Und ich hätte gerade auf der Donauinsel hätte ich gesehen, dass da recht viel ist, weil man eben mehrere Querungsmöglichkeiten mit hochrangigen öffentlichen Verkehrsmitteln hat, wo man eben runterkommt auf die Insel. Ne? Und dann ergaben sich natürlich sehr, sehr viele Sachen dann in einer zweiten Phase daraus mit dem Wettbewerb zur Staustufe Wien, weil da natürlich dann das donauseitige Inselufer massiv noch einmal in die Hand genommen wurde. Ne? Nur da bei dem Wettbewerb war ich dann schon der Arbeitskreisleiter von der Arbeitsgruppe Ökologie. Und da war ja die Ökologie, die Forderungen der Ökologie schon ganz, ganz massiv vertreten. Und dieses Projekt dann hat aber doch auf jeden Fall mal Nebengerinne vorgesehen, Flachwasserzonen im Stauwurzelbereich, die natürlich für die Fisch als Laichgebiete ganz wesentlich sind. Beim Wettbewerbsprojekt hatten wir hier sogar noch eine Insel dazwischen. Ja. Die sind nämlich vier Teile. Das erste Teil, der Kraftwerksteil, der Überlaufteil plus
der Umgehungsbach, ja, der da oben einen eigenen, einen richtigen Einlauf hat. Und durch diese, dass wir da Insel gemacht haben, konnte man das abschwenken, das war natürlich die Sensation. Aber es ging alles nur, weil wir hier statt 9, 6 Turbinen machten, die Turbinen wurden nicht größer. Und damit konnten wir das ganze Paket enger machen und hatten dann am Rand mehr Landschaft. Und die anderen hatten das nicht. Ne? Das war einer der wesentlichen Punkte auch, dass wir mehr Landschaft machen konnten, und dann haben wir mit mehr Landschaft gewonnen natürlich.